Ich mache eine Unterwasserwelt-Brotdose für unseren Sohn. Dafür bin ich zum Bäcker gerannt und habe Vollkornbrot geholt, da Frischkäse drauf gemacht, dann eine Ausstechform genommen, die aussieht wie ein Wassermann. Der Einleger mit der Unterwasserwelt darf natürlich auch nicht fehlen. Finde die total süß. Den Wassermann habe ich reingelegt. Dann habe ich hier so ein Eiförmchen in Form eines Fischchens geholt und das Ei reingequetscht. Hat so semi geklappt, sollte einen Fisch darstellen. Die Reste habe ich eigentlich zwischendurch fast alle weggefuttert. Dann habe ich aus einer Gurke Delfine ausgestochen. Weil er Erdbeeren so liebt, habe ich dann noch versucht, hier kleine Fische draus gemacht und Brombeeren reingelegt. Dann habe ich die Reste noch zu Ende gegessen und fertig ist die Butterbrotdose.